Hallo zu einem neuen Food Diary. Ich zeige euch wieder, was ich alles so Veganes an einem Tag gegessen habe im Rahmen unserer Vegan-Challenge diesen Februar. Es war wieder ein richtig leckerer, bunter Tag und wir sind schon bei Tag 4 angelangt von unseren 3 Wochen. Wir starten wieder mit dem Frühstück. Da habe ich mir ja die süße Option ausgesucht von den beiden. Also dafür habe ich eingekauft und das war dieser fruchtige Beeren-Smoothie. Da kommen auch richtig leckere Zutaten rein. Also eine schöne, fruchtige Mischung, aber auch wieder ausgewogen, also dass man davon auch satt wird. Und sozusagen nicht nur Obst drin ist, sage ich mal. Also zum Beispiel Bananen, Orangen, Säfte oder auch Beeren und Datteln sind immer wunderbar, um Smoothies zu süßen. Aber ich gebe dann auch gerne noch Nüsse, Samen und Kerne hinzu, um das Ganze ein bisschen ausgewogener zu machen und auch gerne Gemüse oder Kräuter oder so Grünzeug. Und dann wird das Ganze richtig schön cremig, am besten in so einem Hochleistungsmixer. Und alternativ hätte es dieses belegte Brot gegeben mit diesem super würzigen Aufstrich und Gemüse. Zum Mittagessen habe ich diese Woche die herzhaften Optionen gewählt. Das ist dann nämlich besonders einfach, weil ihr euch vom Abendessen am Tag vorher einfach die doppelte Menge macht. Und da gab es gestern ja diese Spaghetti mit einer cremigen Soße. Und die habe ich mir dann in einer Dose aufbewahrt, sodass ich mir die einfach am nächsten Tag wieder aufwärmen konnte. Das ist einfach super praktisch, spart sehr viel Zeit und auch Energie, weil man dann halt nicht noch irgendwas Neues kochen muss. Das Ganze lässt sich wunderbar im Kühlschrank oder auch auf dem kalten Balkon aufbewahren. Und alternativ als süße Option hätte es diesen fruchtigen Auflauf gegeben mit einem crunchy Haferflocken-Topping. Kann man sich auch sehr gut Meal Prep-mäßig schon vorbereiten zum Mitnehmen. Kommen wir dann zum Snack. Da gibt es jetzt ja einen neuen Snack. Es gibt nämlich pro Woche 2 und die Energiebällchen waren jetzt aufgegessen. Deswegen habe ich jetzt hier diese Müsli-Riegel vorbereitet mit einer gesunden Karamellcreme obendrauf. Die kann man auch sehr gut vorbereiten und dann kalt stellen oder sogar einfrieren. Und da machen wir jetzt einfach auch ein paar mehr für die nächsten Tage. Das Ganze wird auch nur durch Datteln gesüßt. Da machen wir erst diese Karamellcreme. Da kommen alle Zutaten in einen Mixer und je stärker euer Mixer ist, desto feiner wird natürlich die Konsistenz und die Creme brauchen wir gleich nochmal wieder für den Teig. Und zwar zerhacken wir dafür ein paar Kerne und die kommen dann zusammen in eine Schüssel, unter anderem mit Haferflocken und noch Sonnenblumenkernen, ein bisschen Salz und Zimtpulver und dann kommt halt dieser kleine Teil der Creme mit dazu, damit das Ganze sozusagen schön zusammenhält und so eine Art Teig ergibt. Und den können wir dann einmal auf ein Backblech geben mit einem Backpapier und das ein bisschen platt drücken, sodass wir nachher unsere Müsli-Riegel daraus schneiden können. 4 Stück sollten da rauskommen, sodass ihr ab heute jeweils einen Riegel zwischen Mittagessen und Abendessen snacken könnt. Und die Karamellcreme könnt ihr entweder frisch raufgeben oder die schon so raufgeben und das Ganze dann einfach in einer Box aufbewahren. Zum Abendessen gab es ein wunderbar leckeres grünes Curry und das Topping ist hierbei auch der beste Teil, finde ich. Das werden nämlich so karamellisierte Cashewkerne und für dieses Gericht braucht ihr auch keine gekaufte Currypaste oder so. Also die müssen wir auch nicht selber machen. Wir benutzen da echt sehr simple Zutaten. Ich habe ja allgemein versucht, diese Rezepte und Gerichte ganz alltagstauglich zu kreieren. Also da dauert auch kein Rezept irgendwie über 30 Minuten. Und man kann auch sehr viel einfach schon wunderbar vorbereiten. Das hier wird auch eine richtig schön cremige, geschmacksintensive Kombination, wo man auch ganz schön viel Gemüse drin verwerten und aufbrauchen kann und zu sich nehmen kann. Das Ganze wird auch durch simple, leckere Zutaten gewürzt. Und für das Topping bereiten wir einmal die Cashews vor. Die werden in der Pfanne schön mit verschiedenen Zutaten karamellisiert und ein bisschen angeröstet. Und dann kann das Ganze auch schon serviert werden. Ich habe hier wieder die doppelte Menge gemacht, sodass ich am nächsten Tag noch was zum Mittagessen da hatte. Am besten noch ein bisschen Zitronenabrieb drüber für diesen frischen Geschmack. Und dann geht es morgen weiter. Die Rezepte findet ihr in Pflanzlich Glücklich. Alles gibt es auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und dann bis morgen. Bye!